Der kurze Clip ist eine Zusammenfassung einer mehrtägigen Kleinasienreise. Eine Schatztruhe an historischen Zeugnissen ist die türkische Ägäisküste. Wer kennt zum Beispiel Troja nicht? Verbunden mit Troja ist der Name Heinrich Schliemann. Schliemann war ursprünglich ein deutscher Kaufmann, der sich im mittleren Lebensalter der Archäologie verschrieb. Schliemann war der Begründer der modernen Feldarchäologie. Von einem Hügel aus beherrscht die Akropolis von Pergamon die Kaikos-Ebene. An der höchsten Stelle des Burgberges erhebt sich der Trajan- und Zeus-Tempel. Rund 10.000 Zuschauer fasste das Hangtheater. Das berühmteste Bauwerk der Akropolis, der Pergamon-Altar, befindet sich in Berlin im Pergamon-Museum. Das römische Heiligtum, das Asklepieion, bestand aus einer Hofanlage, umgeben von Säulenhallen. Zum Asklepion führte die Via Tecta, eine beeindruckende Prachtstraße. Die Rote Basilika, auch Rote Halle genannt, war vermutlich in der Römerzeit drei ägyptischen Göttern geweiht. Wer kennt nicht König Chrysos von Lydia und den Ausspruch »Bin ich Chrysos?« Eine einzige politische Fehlentscheidung, der Krieg gegen die Perser, zerstörte sein wohlhabendes Reich. Eines der größten jüdischen Gotteshäuser außerhalb von Palästina war diese Synagoge in Sardes. Gymnasien waren Orte körperlicher, charakterlicher und intellektueller Erziehung für die Jugend. Bei der Fahrt nach Pamukkale fallen von Weitem die schneebedeckten Berghänge auf. Diese Kalksinterterrassen entstanden und werden erhalten durch kalkhaltige Thermalquellen. Die heilige Stadt oberhalb der Terrassen, Hierapolis, war eine Stadt der Thermalbäder, der Brunnen, Tempel und Theater. Besuchenswert jedenfalls ist die Nekropole. Mehr als 1200 Gräber liegen vor dem Stadttor. Bis in das 3. Jahrtausend vor Christus lässt sich die Geschichte auf Rhodesias zurückverfolgen. Rhodesias war bekannt unter anderem für seine berühmte Bildhauerschule. Ephesos war die älteste, größte und bedeutendste Stadt Kleinasiens. Das bekannteste Bauwerk der Stadt ist wohl die Celsus-Bibliothek. Das Theater von Ephesus war einstmals das größte antike Theater Kleinasiens. Der Tempel der Artemis war eines der 7 Weltwunder des Altertums. Erhalten geblieben ist eine Säule. Priene wirkt wie auf einem Reißbrett entworfen. Ein rechtwinkeliges Straßenraster durchzieht die Stadt. Das antike Heiligtum Didyma war eine bedeutende Orakelstätte. Den römischen Torbau, das Markttor von Milet, findest du im Berliner Pergamonmuseum.